Guten Tag und natürlich herzlich willkommen hier bei JFD Brokers zu unserem nächsten Webinar zum Thema JFD Invest, Traden und Investieren leicht gemacht. Der eine oder andere hat schon gemerkt, das klingt gar nicht wie Christian Kämmerer, der angekündigt war. Nein, hier spricht Stefan Fredrichowski, wie auch hier jetzt schon auf der Folie steht. Wir haben kurzfristig geswitcht, Chris war verhindert und naja, da habe ich mal übernommen. Gestern gab es das Gleiche hier natürlich auch schon auf Englisch. Da habe auch wie immer ich es gemacht. Und ja, mich freut es natürlich, dass ihr alle da seid. Jetzt höre ich gerade, der Bildschirm sei schwarz. Das sollte eigentlich nicht sein. Ich frage noch mal ein bisschen weiter, dass wir hier eine Nachricht bekommen. Also ich hoffe mal, das Bildschirmübertragung sieht eigentlich alles hier vernünftig aus. Also vielleicht nochmal kurze Rückmeldung, ob tatsächlich der Bildschirm noch weiterhin schwarz ist, die Übertragung läuft. Also eigentlich sollte es soweit funktionieren. Ansonsten einfach die Bitte, vielleicht einfach nochmal sozusagen sich auswählen und wieder einwählen. Und dann sollte hoffentlich auch alles in Ordnung sein. Ja, worum geht's? Natürlich geht es heute wieder um JFD Invest und wir gucken uns an, was wir an Neuigkeiten haben. Denn der eine oder andere hat schon gesehen, wir haben auch eine neue Strategie und ich gehe auch mal kurz, was heute hier Thema sein soll. Zum einen natürlich geht es um die Highlights der letzten Woche, logischerweise. Und da sind natürlich zwei zu nennen. Zum einen haben wir eine neue Strategie, die unter dem Namen FX Global Perform läuft, mit fantastischen Resultaten seit über einem halben Jahr. Gehen wir natürlich genauer darauf ein und auch, was da wie getradet wird. Und natürlich gucken wir uns auch nochmal an den BIP-Generator, einfach deshalb, der hat schon zum zweiten Mal in Folge, ist ja der Top-Performer der Woche. Und da sollten wir natürlich auch einen Blick drauf werfen. Wie immer wird es natürlich auch darum gehen, wie funktioniert es rund um JFD Invest, was ist JFD Invest? Und das Ganze führe ich natürlich hier auch ganz praktisch vor. Praktisch heißt wirklich, ich werde dieser neuen Strategie natürlich jetzt auch einfach mal folgen, weil das will ich in meinem Portfolio ebenfalls mit dabei haben. Und dabei kann ich natürlich auch genau zeigen, wie das Ganze vonstatten geht und worum es denn da eigentlich in Summe geht. Aber starten wir mal ganz kurz von vorne. Also, wir starten auf der Homepage von JFD und da unter dem Reiter JFD Invest sind wir dann sofort auf der Plattformübersicht. Das heißt, hier steht auch nochmal, wie einfach es in Summe geht, dass man hier dran teilnehmen kann. Und das Ganze setzt sich aus in Summe vier Schritten zusammen. Man eröffnet zunächst ein JFD Invest Profil. Das Profil ist sowas wie eine reine Anmeldung, eröffnet einem die Möglichkeit, ein bisschen mehr über die Strategien zu lesen, zu hören. Auch die abgeschlossenen Trades kann man dann beispielsweise sehen und Kosten sind damit schon mal gar nicht verbunden. Der nächste Schritt, wenn man dann folgen will, ist, man eröffnet ein JFD Investkonto. Das ist ein besonderer Account. Dieser besondere Account ist nicht zum eigentlichen Traden, also man kann nicht seinen sonstigen JFD-Account nehmen, sondern man braucht hier einen eigenen. Und das natürlich einfach deshalb, weil wir hier den Strategien folgen wollen und dabei die Trades direkt in unser Konto reingespiegelt haben wollen. Deswegen nennen wir das Ganze auch Mirror Trading, weil die Trades entsprechend reingespiegelt werden. Was natürlich eine coole Sache ist, weil die Strategien sind Strategien von Profis und diesen kann ich folgen. Damit verbunden ist dann übrigens auch, dass mein Hebel automatisch 1 zu 100 ist, weil es Professionelle sind, denen ich dann folge. Ja, wenn ich dann einzelne Strategien wirklich haben möchte, dann verbinde ich mein Konto mit meinem Profil und kann die Auswahl treffen und das werden wir auch gleich alles direkt tun. Grundsätzlich ist es so, dass wir hier Strategien haben, die bereits vorselektiert sind.
Vorselektiert in der Form, dass wir Strategien aussuchen, die sich bewährt haben über längere Zeiten und diese Renditen erzielen, wie auch hier gezeigt. Das sind die Top-Performer im Moment und da steht auch ganz oben gleich die neue Strategie und man sieht sofort, ja, also das sind schon Erträge, wie man sie sich wünscht, von einem Trading-Account, zweistellige Erträge hier und das innerhalb eines Jahres. Ja, das sind natürlich schon sehr gute Zuwächse. Also kann ich nur empfehlen, da natürlich auch mitzumachen. Jetzt wollen wir natürlich nicht lange reden, sondern wirklich mal rein und gucken, was denn unsere Strategien machen. Und dazu gehen wir zunächst mal hier über den Gastzugang, der jedem offen steht und man ist automatisch auf der Auswahl der Strategien. In Summe sind es im Moment 8 Strategien, die hier da sind. Und man sieht schon sehr gute Erträge und wir haben hier schon die Möglichkeit, erste Statistiken zu sehen, was sehr wichtig ist, dass wir hier ganz offen und transparent mit allem umgehen. Zum Beispiel FX Global geht seit April, läuft die Strategie in einem Live-Konto, erstaunliche Rendite von über 40% und so haben wir hier die ersten Kennzahlen und weitere Kennzahlen kommen automatisch, wenn man eine Strategie anklickt. Klicken wir zum Beispiel unseren Wochengewinner BIP Generator mal an und gucken hier mal ein bisschen genauer hinein. Dann sieht man komplett zunächst mal den Growth dieser Strategie, also wie sie sich entwickelt hat, einfach in Prozent, seitdem sie angefangen hat. Ich rede deswegen auch ein bisschen nicht nur darüber, was es zu sehen gibt, sondern auch, warum es wichtig ist, sich genau diese Dinge anzuschauen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Selbst ein Copy Trading, ein Mirror Trading, wie wir es hier machen, da ist es natürlich wichtig, auch zu fragen, hey, passt die Strategie zu meinen Vorstellungen? Also, das ist so ähnlich wie bei Trading-Strategien im Allgemeinen. Die Auswahl ist für mich persönlich nicht einfach nur, ich schaue nach der maximalen Performance, sondern natürlich will ich auch gucken, wie volatil ist die Strategie, wie hoch geht's hoch, runter. Und bin ich dann auch bereit, solche Drawdowns, die mal passieren, zu akzeptieren? Und insofern ist es wichtig, sich genau auch durchaus mal hier diese Kennziffern anzugucken und natürlich hier auch mal zu entscheiden, passt das? Machen wir es mal hier an diesem Beispiel. Diese Strategie, sehen wir, hat jetzt neue Höchststände am Ende erreicht. Sie hatte allerdings auch ihre Drawdown-Phasen. Wir haben aber noch mehr Möglichkeiten, hier Informationen zu bekommen. Zum Beispiel können wir uns einfach die Returns, das sind die Daily Returns, angucken. Also, um mal zu sehen, wie volatil ist denn eigentlich die Strategie? Da sehen wir ja durchaus Zahlen, dass man auch mal hier Verluste von 5% hat. Und damit stellt sich natürlich auch die Frage, hey, ist das für mich geeignet? Oder ist mir das schon zu viel? Muss jeder für sich selbst entscheiden. Das Gute ist, dass wir nachher noch die Möglichkeit haben, auch das werden wir tun, ganze Portfolios zu generieren. Das heißt, nicht einfach nur einer Strategie zu folgen, sondern mehreren Strategien jeweils zu folgen. Und das ist natürlich dann super interessant, weil dadurch bilden wir unser eigenes Portfolio ab und können dann schließlich und endlich auch vielleicht mit einer Einzelstrategie, die hier in einem Einzelkonto 5% verliert, aber bezogen auf mein gesamtes Portfolio, können dann solche Verluste durchaus ja niedriger sein. Und so kann ich mir wirklich eine Diversifizierung erlangen und dann auch meine Equity-Kurve final glätten. Also Daily Returns angucken, einfach um mal die Volatilität einer solchen Strategie zu sehen oder auch sich anzuschauen, Equity Balance Deviation, auch eine ganz wichtige Kennziffer, weil hier sehen wir, dass eine Strategie ja auch schon mal Floating Losses hat, also vorübergehende Verluste, offene Positionen, die vielleicht im Minus stehen. Und auch das kann man hier genau mal sehen, wie das denn bei der Strategie genau der Fall ist. Und auch eine wichtige Information, um zu entscheiden, will ich diese Strategie? Ja, yes or no. Und genauso habe ich weitere Kennziffern, Monthly Return Table, das heißt, ich sehe, was, in welchem Monat, wie erwirtschaftet wurde und auch noch deutlich mehr rein statistische Kennziffern. Was ich auch erfahren kann, ist,
Welche Instrumente werden eigentlich getradet? Also was tradet denn die Strategie? Vielleicht ebenfalls auch ein Entscheidungskriterium, ob ich einer Strategie folgen möchte oder nicht. Hier in diesem Fall, der BIP Generator tradet ausschließlich britisches Pfund gegen US-Dollar, hat mittlerweile schon knapp 1000 Trades durchgeführt. Auch wiederum wichtig, das zu sehen. Das heißt, wir würden nicht einer Strategie folgen, die mal eben 5 gute Trades gemacht hat. Nein, da ist also eine echte belastbare Statistik hinter. Und auch sowas zu erfahren, ist natürlich sehr gut. Das sind so einige Möglichkeiten, um mit zu entscheiden, finde ich das gut oder finde ich das weniger gut, was ich hier sehe. Und dann auch zu entscheiden, ja, ist die Strategie was für mich? Ja oder nein? Gucken wir uns auch mal unsere neue auch an, FX Global Performance. Also eine Strategie, die eine Equity-Kurve oder ein Growth gegen Zeit hat, wie aus dem Bilderbuch. Das ist absolut sehenswert, wie diese Strategie arbeitet. Sie tradet, gucken wir mal kurz, welche Instrumente sie eigentlich tradet. Das sind drei: Euro-US-Dollar, britisches Pfund-US-Dollar und US-Dollar japanischer Yen. Auch eine stattliche Anzahl von Trades hinter sich. Also das heißt auch hier ist belastbare Statistik. Und was natürlich absolut genial ist, nur grüne Zahlen im Monthly Return und das auch noch ja, ungefähr bei 5% pro Monat. Also wirklich eine beachtliche Strategie, die drei Forex-Paare tradet. Und gucken wir auch hier uns mal kurz an, wie denn so die Returns verteilt sind. Also, wir haben hier maximal mal einen Tagesverlust gehabt von 3%. Das ist aus meiner Sicht absolut vertretbar. Also ebenfalls hier eine sehr stabile Sache. Und natürlich haben wir hier auch die Möglichkeit, wieder auf die Floating Losses, also vorübergehende Verluste, zu schauen über die Equity Balance Deviation. Okay, da kommt auch mal eine Zahl vor, die -9%. Kommt bei dieser Strategie halt vor, müssen wir mit im Kopf haben, dass so etwas passiert. Und auch das natürlich mit in die Waagschale werfen, ob und welcher Strategie wir dann genau folgen wollen. Jetzt will ich ja genau dieser Strategie folgen. Und um das nochmal genauer zu sehen, will ich natürlich den Gastmodus hier verlassen und werde mich wirklich einloggen, also mit meinem angelegten Profil, was immer aus einer E-Mail-Adresse und einem Passwort besteht. Und dann kann ich hier mich entsprechend auch komplett einloggen. Und dann kriege ich zunächst mal auch schon wieder in dem Fall eine Balance zu sehen. Und was ich hier sehe, ist die Balance meines Accounts, meines JFD Invest Accounts, mit dem ich einigen Strategien hier folge. Wir gucken uns genauer nachher an, welche schon dabei sind. Und eine wollen wir natürlich nachher auch dazu nehmen. Aber trotzdem ist es natürlich auch schon mal interessant. Hey, also ich folge hier bereits einigen Strategien, das Ganze seit dem 23. September. Und während dieser Zeit in diesem 10.000-Euro-Konto habe ich jetzt rund 6%, also 600 Euro bereits erwirtschaftet. Als ein Monatsergebnis eine ebenfalls beachtliche Zahl. Und das in diesem einem Monat nur. Also von daher wirklich ein tolles Ergebnis. Was steckt nur dahinter? Naja, ich habe gesagt, es sind ein paar Strategien, denen ich hier folge. Ich folge hier im Moment 5 Strategien, die sind mit in meinem Portfolio drin. Man sieht, welche ich dabei habe. Okay, den BIP-Generator, unseren Wochensieger, habe ich ohnehin schon dabei. Und dann noch 4 andere mit einer entsprechenden Aufteilung des Geldes. Also wie viel Investmentsumme gebe ich einer einzelnen Strategie. Also in meinem Fall beispielsweise beim BIP Generator habe ich mich für 1000 Euro entschieden. So ist es im Moment allokiert mein Geld. Das heißt, 6000 Euro sind investiert in 5 verschiedenen Strategien. Und jetzt wollen wir natürlich noch eine dazu nehmen. Unseren Top-Performer wollen wir natürlich ebenfalls mit dabei haben. Und dazu gehen wir einfach hier hin und wählen die Strategie entsprechend aus. Da ich jetzt schon mal eingeloggt bin, will ich noch einen Schritt mal kurz vorneweg zeigen. Und zwar
dass man auch, sobald man ein Profil hat, auch mehr Informationen noch über die Strategie erhalten kann, will ich auch hier nochmal kurz zeigen. Und da unten baut sich jetzt gerade auch gleich auf, ist noch Processing Close Positions. Das heißt, ich kann auch unmittelbar sehen, welche Positionen denn wann eröffnet und geschlossen worden sind. Und da gehe ich mal ans Ende der Tabelle, um mal zu sehen, was denn so die letzten Trades genau waren, die hier geschlossen wurden. Okay, die letzten beiden sehen wir hier. Das sind beides Trades von heute, die jeweils im Profit abgeschlossen wurden. Also sehr schön. So kann es weitergehen. Jetzt wollen wir dieser Strategie folgen. Okay, haben wir ganz einfach. Das heißt, wir klicken einfach auf den Follow-Button hier rechts oben und dann kriegen wir eine Frage gestellt. Und die Frage, die wir gestellt kriegen, ist, wie viel Geld wollen wir dieser Strategie geben? Also wie viel von unserer Investmentsumme, meine ist ja in Summe, habe ich 10.000 Euro hier. Und diese Strategie hat ein Minimum-Investment, das man hier auch sofort sieht, von 3.000 Euro. Ich will der Vollständigkeit halber auch schon vorher zeigen, wie man an eine solche Zahl kommt. Und dann springen wir wieder rein in das Folgen der Strategie. Hier unter Details kann man unmittelbar sehen, Minimum Investment 3.000 Euro für diese Strategie. Was man übrigens auch sieht, ist, dass bereits vier Investoren dieser Strategie folgen. Und man sieht auch mit wie viel Geld in Summe, nämlich 16.000 Euro. Okay. Kurze Anmerkung zu der Zahl. Wir haben hier andere Strategien, da gehen die Zahlen schon auf 38, knapp 40 Investoren, die einzelnen Strategien folgen und auch mit einer Anlagesumme, die schon deutlich höher ist im Bereich 70.000. Jetzt wollen wir tatsächlich hier, also Minimum Investment 3.000, das passt noch in mein Portfolio rein. 4.000 hätte ich noch im Moment über, was mir hier auch angezeigt wird. Ja, und jetzt habe ich noch eine zweite Möglichkeit, was ich hier tun kann. Das nennt sich Risk Management. Was soll das heißen? Ich klicke es auch schon mal an. Dahinter verbirgt sich, dass ich sagen kann, okay, ich lege fest, bei welchem Verlust die Strategie automatisch gestoppt wird. Was ja ebenfalls interessant ist, gerade wenn ich auch mal vielleicht länger nicht da bin und es nicht ganz so genau verfolgen möchte, passt das natürlich super, dass ich hier eine solche Zahl direkt vorgeben kann. Ich kann sagen, wie viel Prozent Drawdown erlaube ich für diese Strategie? Das will ich gerne haben. Und ich bei dieser Strategie entscheide mich hier für 50%. Was bedeutet das? Also sollte mal die Strategie 1.500 Euro Verlust aufweisen, wird sie automatisch aus meinem Portfolio herausgenommen. Trades werden geschlossen und das ohne mein Zutun, was natürlich super ist. Also gerade auch, wenn ich mal länger hier nicht so drauf schauen kann, möchte, Urlaub, was auch immer. Haben wir festgelegt auf 50%. Natürlich kriege ich auch nochmal den Hinweis, dass wir eine Performance-Fee haben von 25%. Wie ist die zu sehen? 25% bedeutet, dass im Erfolgsfall, also wenn die Strategie Gewinne macht, dann wird auf Monatsendbasis immer nur, wenn neue Höchststände erreicht werden, dann werden von den letzten Gewinnen 25% als Performancegebühr mehr am Monatsende abgebucht. Das Gute ist, es gilt das High-Watermark-Prinzip, was bedeutet, nur bei neuen Höchstständen greift diese Gebühr. Wenn mein Konto runtergehen sollte, zahle ich nichts, nur wenn ich neue Höchststände bezogen auf die Einzelstrategie erreiche, dann werden überhaupt Gebühren fällig. So haben wir jetzt hier das zusammengestellt. Okay. Und das akzeptieren wir. 3.000 Euro allokieren wir genau für diese Strategie. Und dann starten wir das Ganze. Wir bestätigen es. Und es kommt nachher nochmal ein kleiner Pop-up hier, der mir nochmal bestätigt, hey, es hat jetzt gestartet. Und was das bedeutet ist, dass der nächste Trade dann auch hier automatisch in mein Konto mit hineinkopiert wird und ich also dieser Strategie jetzt komplett folge.
Da will ich nochmal einen Blick drauf werfen, was wir nämlich hier zusätzlich auch machen können. Hier unter dem Reiter Dashboard, da, nun haben wir den Schritt erreicht. Also technisch ist es umgesetzt. Ich folge jetzt der Strategie FX Global. Wenn ich hier unter Dashboard habe ich einen Blick auf meinen JFD Invest Account. Ja, natürlich eine Accountnummer. Ich kann mich übrigens auch über den MT4 da einwählen. Ich kann zwar keine Trades selber machen, auch nicht selber schließen. Ich kann wohl hier wiederum sagen, ich möchte irgendeine Strategie stoppen. Das ist auch gar kein Problem. Das Tolle, was ich hier zusätzlich auch machen kann, ist, ich kann mein Konto ein bisschen analysieren. Soll heißen, also ich kann hier natürlich zum Beispiel den Anstieg meiner Balance, den sehe ich hier schon auf der Titelseite. Aber ich habe hier noch weitere Möglichkeiten, die ebenfalls sehr interessant sind. Nämlich, wenn ich hier beispielsweise auf View Performance Analysis rechts oben klicke, dann passiert was ganz Tolles. Dann erscheint eigentlich das Konto so wie die Strategien, denen ich folge. Also ich habe jetzt hier die gleichen Auswertemöglichkeiten, was wirklich sehr, sehr schön ist. Das heißt, ich sehe hier jetzt meinen Growth von in Summe ungefähr 6%. Ich kann auch hier zum Beispiel mir anschauen, was habe ich denn in meinem Konto für eine Equity Balance Deviation. Da gehe ich mal bis auf Werte von 2%. Das heißt, mein Konto ist auch gar nicht allzu volatil. Ich kann mir das auch direkt anschauen, hier über die Equity und Balance. Beide Kurven kriege ich dann hier auch entsprechend geplottet. Ändert aber nichts daran, dass es hier stetig nach Norden geht. Die Auswertemöglichkeiten hier sind absolut fantastisch, genauso wie für die Strategien selbst. Ich kann hier auch wieder sehen, welche Instrumente trade ich denn hier in meinem Portfolio. Und da sind schon einige Trades mittlerweile auch zusammengekommen, das innerhalb eines Monats und überwiegend Gewinner-Trades, was natürlich wirklich klasse ist. Weiter unten sehe ich sogar, welche Trades gerade offen sind und wo die jeweils gerade stehen. Also ich habe hier volle Möglichkeit, auch über das Internet direkt in meinen JFD Invest Account zu schauen und mein Konto auch zu beobachten. Und wenn ich dann zum Beispiel entscheiden möchte, irgendwann, ich will einer bestimmten Strategie nicht mehr folgen, dann würde ich das so tun, indem ich hier auf Allocations gehe und dann einfach auswähle, dass ich irgendeiner Strategie unter Actions dann sage, Stop Allocation, was automatisch dazu führen würde, dass ich dieser Strategie dann nicht mehr folge. Ihr merkt, wir haben hier viele Möglichkeiten. Und was das Coole ist, was man hier de facto eigentlich tut, ist, man übernimmt den Job eines Portfolio-Managers. Das Tolle ist, der Portfolio-Manager, der ich jetzt hier bin mit meinem JFD Invest Account, hat die Auswahl zahlreicher Strategien und es kommen immer welche noch dazu. Und ich kann selber entscheiden, welcher Strategie ich folgen will. Und mit welchem Risiko ich diese Strategie in mein Portfolio aufnehmen möchte. Das heißt, ich bin de facto mein eigener Portfolio-Manager. Ich habe keine anonyme Vermögensverwaltung, sondern ich entscheide, was wie getradet werden soll, entsprechend den Strategien, die ich hier mir auswählen kann. Das ist natürlich ein toller Job, der einen wirklich in ja, ganz andere Maßstäbe versetzt. Normalerweise reden wir dann, wenn wir über Traden reden, über die Entscheidung, gehe ich jetzt im Euro, US-Dollar Long oder Short? Nee, hier machen wir nicht die Detailentscheidung Euro Long, Euro, US-Dollar Long oder Short. Nein, wir schauen uns Strategien an und entscheiden, wollen wir diese Strategie in unser Portfolio übernehmen? Und wenn ja, folgen wir ihnen. Was bedeutet, dass wir diese Strategie dann automatisch in unser Portfolio mit aufnehmen. Hier haben wir beispielsweise eine Strategie, der Goldmine, der bereits 36 Investoren hat und in Summe schon über 70.000 mittlerweile under Management hat. AUM steht für Assets Under Management. Also tolle Sache, hat sich auch sehr gut entwickelt über die Monate. Also sicherlich auch eine empfehlenswerte Strategie. Ihr seht,
Die Auswahl ist groß. Weitere Folgen. Und wir informieren natürlich auch immer über die Highlights, wenn neue Strategien kommen und wie wir dann hier weiter vorgehen, auch mit dem eigenen Account. Auch den zu beobachten ist natürlich super interessant. Und werden wir natürlich hier auch entsprechend fortführen. Wenn sonst keine Fragen weiter noch sind, dann hoffe ich, war es mal eine schöne, kurze Einführung in die Plattform selbst von JFD Invest und natürlich auch ein paar weitere Informationen über die Strategien und was und wie sie traden. Und dann hier natürlich auch nochmal live vorgeführt, wie mache ich es eigentlich, dass ich eine Strategie in mein Portfolio aufnehme. Und das haben wir heute gemacht. In FX Global Performance haben wir 3.000 Euro jetzt investiert. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Soweit von mir. Euch allen natürlich noch einen schönen Nachmittag und einfach wieder bei JFD vorbeischauen, wann über die nächsten Webinare informieren. Wir haben wirklich ein großes, zahlreiches Angebot. Findet man alles auf der JFD Homepage. Soweit. Euch allen natürlich noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschö.